So, ich heiße euch willkommen zum heutigen FX Weekly Forecast Update am Dienstag, dem 5.2.2013. Heute um 11.15 Uhr, ein bisschen früher. Wir haben das ein bisschen vorgezogen, weil ich es um die Standardzeit um 12 Uhr leider heute nicht schaffe. Also habe ich hier abgestimmt, ob wir es früher oder später machen. Wir haben uns dafür entschieden, das vorzuziehen. Also, was gehen wir heute durch? Wir gehen heute den British Pound US-Dollar durch, den New Zealand Dollar US-Dollar, den Aussie US-Dollar, den Euro British Pound, den Euro US-Dollar und zum Abschluss noch den Euro gegen den Aussie Dollar. Und beginnen wir direkt mit dem British Pound gegen den US-Dollar. Schauen wir uns kurz den Daily Chart an. Es wird nur ein knappes Update. Man soll dann dementsprechend schon das FX Weekly Forecast vom Wochenende gesehen haben, damit man ungefähr weiß, wovon ich spreche. Wir haben jetzt hier dieses Double Top auf der Short-Seite gebrochen, hier auf der 1,5825, haben hier die 1,5767 rausgenommen. Und ja, das war ein sehr, sehr wichtiges Level, was wir rausgenommen haben. Ich sagte hier bereits schon, wir könnten hier unter Umständen noch ein Reversal hinlegen, eine kleine Korrektur im Down-Move, vielleicht hier nochmal in Richtung Nackenlinie, 1,5825. Maximal aber hier bis zu 1,5910, was jetzt ein Resistance ist. Und ja, ein Reversal haben wir hier nur bis zu 1,5879 gemacht ungefähr und sind dann eben wieder runtergelaufen. Momentan sind wir ziemlich unentschlossen im British Pound US-Dollar. Wichtig wäre es, dass wir hier die Lows rausnehmen vom 28. Januar, weil dann könnten wir wirklich volles Swap auf der Short-Seite erwarten, haben dann wirklich Platz hier runter bis zur nächsten Support hier unten auf der 1,53, 23, 24 respektive hier unten die 1,52, 30. Das bleibt aber erstmal abzuwarten. Nehmen wir hier die Highs wieder raus, respektive die 1,59, 10, könnten wir einen weiteren Up-Move erwarten. Momentan haben wir hier unten einen Doppelboden. Wir schauen uns das jetzt auch in einer kleineren Timeframe an. Hier im 4-Stunden-Chart sehen wir das auch ganz gut. Wir sind hier die Nackenlinie gebrochen, sind unser das wichtige Level bei der 1,5767 gefallen, haben dann reversed hier hoch in Richtung 1,5878 roundabout, haben aber hier diese Highs nicht rausgenommen, als auch die 1,5910 hier nicht rausgenommen und danach direkt einen neuen Short Move hingelegt, haben aber kurz vor den Lows gehalten. Das könnte ein spekulativer Long gegen die Lows hier sein, sprich, dass wir einen Doppelboden ausbauen können. Aber das wäre mir eine Nummer zu spekulativ, weil es durchaus jetzt sein kann, dass wir jetzt hier gerade eine Entscheidungsphase finden, dass der Markt jetzt ein bisschen seitwärts kämpft, bevor er hier mit weiteren Lows weitermacht. Weil wie wir eben im Tageschart gesehen haben hier, das mag ich nochmal einblenden, wir haben hier seit hier oben, seit dem letzten Support auf der 1,6177 einen ziemlich starken Down-Move hingenommen, dass der Markt sich hier erstmal ein bisschen fangen muss, ein bisschen erholen muss, das ist vollkommen klar. Nehmen wir hier die Lows raus vom 28. Dann haben wir einen Follow-Through im Short-Move und dann haben wir auch endlich nachhaltig die 1,5767 rausgenommen. Wechseln wir ganz kurz in den Stundenchart, das sieht da nicht viel anders aus als im 4-Stunden-Chart. Wir sehen hier die Lows vom 28. hier die Lows vom 1. Februar und jetzt muss ich hier entscheiden, wie wir dementsprechend weitermachen und ja, mehr kann ich dazu momentan nicht sagen. Hier ist erstmal abwarten gefragt. Ich würde hier die Finger erstmal draußen lassen, auch wenn man spekulativ als Position Trader, vielleicht auch als Swing Trader einen Long gegen diesen Doppelboden hier wagen kann. Für mich persönlich ist das eine Nummer zu früh. Wichtig wäre hier, dass die 1,5910 wieder fällt, dann haben wir wieder einen weiteren Up-Move, fallen die Lows am 28. Januar. Dann werden wir wahrscheinlich weitere neue Lows sehen. Dann haben wir richtig Platz auf der Short-Seite. Und jetzt kommen wir zum New Zealand Dollar US-Dollar, beziehungsweise wir kommen erstmal zum Aussie gegen den US-Dollar. Wegen der Korrelation, die ich bereits am Wochenende schon angesprochen hatte. Im großen FX Weekly Forecast, der Aussie gegen US-Dollar ist weiter schwach. Der hat hier im Daily Chart seinen Aufwärtstrendkanal definitiv gebrochen, konnte hier oben die 1,0615, ein ganz wichtiges Level, was rauszunehmen galt.
nicht mehr reichen, hat kurz vorher gestoppt auf der 106 glatt und seitdem einen Short-Move hingenommen, ist auch wieder in die langfristige Downtrend, in den langfristigen Downtrend reingefallen. Wir sehen das hier und er macht gerade weiter auf der Short-Seite. Und dementsprechend letzte Bastion hier, die 1.03.44, 1.03.44.45, hier ist die letzte Bastion, fällt dieses Level, dann haben wir wirklich Platz hier runter Richtung 1.01.91, das wäre jener Support hier. Und dann haben wir hier auch ein großes Double Top getriggert auf dem Daily Chart, ähnlich wie wir das im British Pound gegen US-Dollar gesehen haben. Schauen wir uns das auf einer kleineren Timeframe an. Hier haben wir den Stundenchart, hier haben wir bereits das Bearish M auf der Shortseite getriggert, sind auch schon bis zum 61er runtergelaufen. Ich sagte, okay, der Kiwi könnte unter Umständen nachziehen. Das sagte ich im FX Weekly Forecast Update. Ich glaube, letzte Woche Donnerstag war das, meine ich. Oder war das Dienstag? Und kurz darauf hat der, es war das von Samstag vor einer Woche, genau, dass der Kiwi da nachziehen könnte. Das hat er auch gemacht, aber nicht in dem Umfang, wie das der Aussie-Dollar gemacht hat. Der Aussie-Dollar konsolidiert jetzt hier ein bisschen, ist hier an einem wichtigen Low an seit dem letzten Impuls-Up-Move hier bei der 1.03.95. Da ist er hier an einem wichtigen Resistance gescheitert. Erstmal hat hier zweimal gehalten Up-Move gemacht, hat hier neue Tiefs gemacht und bewegen uns gerade hier weiter auf neue Tiefs. Und wenn das fällt, haben wir tendenziell Platz hier bis zu 1.03.44.45, wie ich sagte. Und danach wirklich Platz runter hier in Richtung 1.01.91. Switchen wir ganz kurz in Richtung Stundenchart. Hier nochmal wichtig, die 1.04.68.5, eine wichtige Resistance. Hier haben wir nochmal gehalten. Momentan haben wir auch tiefere Hochs hier. Auch hier nach so einem starken Short-Move laufen wir momentan ein bisschen seitwärts. Der Markt kann sich nicht ganz entscheiden. Ist für mich aber jetzt ganz klar in dem Short-Umfeld. Daily Chart, sobald er die 1.03.44.45 rausnimmt, ist er auch im Daily Chart ganz klar für mich ein Short Move. Und hier sehen wir das jetzt auch ganz gut. Wir haben hier zweimal gehalten an der 1.03.95, einmal hier, einmal hier. Ich dachte, das könnte auch hier unter Umständen ein Double Top geben. Im Kiwi hatten wir hier ein bullisches W. Das hat er nicht gemacht, sondern stattdessen hat er hier neue Lows gemacht, hat diese Lows hier rausgenommen. Reversal hier nochmal ein bisschen, wie gesagt, eigentlich seitwärts die letzte Zeit. Und sobald das Low hier fällt, vom 1. Februar, laufen wir ohne Probleme auch hier die 1.03.44.45 an. Und wenn die dann fällt, dann ist der weitere Short Move perfekt. Dann erwarte ich weitere Lows, auch im Aussie-Dollar, weil dann haben wir eine ganz klare Trendkorrektur. Und dann machen wir auch ein Double Top hier quasi. Im Daily Chart, wie wir hier sehen, wenn wir hier runterfallen, wird das hier ein 1A Doppeltop und das dann auf der Shortseite triggern mit Platz in Richtung 1.01.91 und danach ist richtig viel Platz auf der Shortseite. Schauen wir uns jetzt den Kiwi an, weil der Kiwi zieht da nicht so ganz mit. Der Kiwi korreliert normalerweise sehr, sehr gut mit dem Aussie-US-Dollar, die haben eine sehr positive Korrelation auf einer größeren Timeframe wie Weekly, Daily Chart als auch im Stundenchart. Im Stundenchart haben wir gerade eine leicht negative Korrelation, weil der noch nicht so ganz mitzieht. Aber auch die verbessert sich. Auf dem Daily und Weekly Chart ist die Korrelation noch sehr, sehr positiv. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der Kiwi da noch mitzieht. Ich wundere mich, dass ich jetzt hier meine Short-Position nicht drin habe, weil ich bin Short im Kiwi. Und ja, anscheinend zeigt er mir das nicht an, nachdem ich die Workspace gewechselt habe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich zeige die Position gleich nochmal, wenn ich auf der anderen Workspace bin. Und hier im Kiwi sehen wir, der ist immer noch stark. Der hält sich hier zwischen zwei wichtigen Level nach wie vor. Der hält sich hier zwischen der 0,8352, was ein wichtiger Support ist, respektive eine wichtige Resistance war, und der hier oben in 0,8470. Da ist er jetzt mehrmals gescheitert. Einmal hier am 14. Dezember, hier kurz vorher und jetzt hier am 1. und am 4. Februar gestern gescheitert und hat dann einen Short Move hingelegt. Wichtig ist, dass wir hier die 0,8352 rausnehmen. Und dann könnten wir auch mit dem Aussie nachziehen auf der Short-Seite. Sprich, dann könnten wir auch hier
diesen Aufwärtstrendkanal brechen, als auch wieder zurück in den langfristigen Downtrend brechen. Ja, fällt dieses Level, haben wir tendenziell erstmal ein bisschen Platz nach unten. Hier haben wir nochmal einen wichtigen Support auf der 08075, den bitte nicht außer Acht lassen. Switchen wir hier mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart. Hier haben wir dieses bullische W, von dem ich gesprochen habe, wo ich dachte, okay, das könnte der Aussie unter Umständen mitmachen. Nein, hat er nicht. Der Aussie bleibt weiter schwach. Hier ist er dann hochgelaufen bis an seine Highs bei 084,70 hier oben. Hat hier oben mehrmals gehalten im 4-Stunden-Chart. Dann der Short-Move gestern. Und jetzt momentan korrigiert er ein bisschen. Und ich erwarte aber auch hier, dass er mit dem Aussie auf lange Sicht auf der Short-Seite mitzieht. Wie gesagt, ich würde mich hier oben über den Highs vom 14. Februar ausstoppen lassen. Und das bleibt, wie gesagt, dementsprechend erstmal abzuwarten. Wir werfen jetzt hier ganz kurz den Blick in den Stundenchart. Hier im Stundenchart sehen wir, wir sind hier oben jetzt mehrmals gescheitert quasi, sind dann jetzt ein bisschen runtergelaufen. Sowohl gestern Abend als auch in der Asia-Session noch ein bisschen korrigieren jetzt hier ein bisschen. Jetzt könnten wir unter Umständen weiteren Short-Move einläuten. Hier haben wir noch ein relativ interessantes Level auf der 083,98. 083,98. Das wäre schon mal ein relativ wichtiges Level. Das erstmal fallen sollte, dann könnten wir auch hier die 083,52 anlaufen. Und wie gesagt, das hier auch nicht ganz so unwichtig, hier 083,35. Aber wie gesagt, fällt hier die 083,52 erneut, dann könnten wir hier auf diesen Aufwärtstrendkanal laufen, den unter Umständen auch rausnehmen. Und wie gesagt, wir schauen das jetzt nochmal ganz kurz im 4-Stunden-Chart. Er hat noch nicht annähernd die Bewegung gemacht seit dem letzten Impulsmove, wie das der Aussie gemacht hat. Wir sehen hier ab dem 4. Januar diesen V-Bottom und diese Impulsbewegung nach oben, die starke hier Richtung Resistance. Haben dann hier ein bisschen seitwärts gelaufen, haben auch tendenziell hier ein bearishes M gehabt und sind dann runtergelaufen, aber nur knapp unter das 61er, während der Aussie jetzt hier schon die 100% abverkauft hat und hier gerade kämpft, ist der Kiwi gegenwärtig noch stark und deswegen setze ich da auf die normalerweise sehr starke Korrelation, dass der Kiwi mitziehen könnte. Normalerweise der Aussie-Dollar als Carry-Währung zieht den Kiwi in der Regel mit, das muss aber nicht so sein. Wenn der Kiwi oben drüber ausbricht, über die 084,70 und die oben wegmarschiert, dann könnte sich ja durchaus ändern, dass der Kiwi den Aussie wieder mit hochzieht. Da sollte man darauf achten. Wie gesagt, man sollte nie fix sein, dass man sagen kann, okay, der Aussie bleibt immer leading, das kann sich auch mal ändern. Dementsprechend müssen wir da erstmal abwarten. Ich fühle mich trotzdem ganz wohl mit meinem Short, weil ich denke, dass es unter Umständen funktionieren könnte, sobald der Aussie neue Lows macht. Wechseln wir zum Euro British Pound, den hatten wir heute Morgen bereits im Briefing und wir sehen jetzt hier im Daily Chart, wir sind hier ziemlich parabolisch hochgelaufen, haben hier soweit alles an wichtigen Levels rausgenommen, was es hier rauszunehmen gilt, sogar hier ein wichtiges Level, die 085,07, als auch hier oben das Level um die 086,65 hier oben, das haben wir am Freitag rausgenommen, gestern haben wir ein ziemlich krasses Reversal hingelegt auf der Short-Seite. Hätten wir hier ein Gap-Up noch gehabt, hätten wir sogar einen Engulfing-Pattern gehabt. Auf jeden Fall ist das eine ziemlich bearische Kerze. Und das könnte unter Umständen auf eine Korrektur hindeuten. Wie weit können wir korrigieren? Naja, vielleicht hier bis um 085,07 fallen wir da drunter. Haben wir hier die 084 bis in Richtung 084,20 als nächstes Target für eine Korrektur. Und das wäre noch immer nicht so dramatisch. Wir können hier auch mal ganz kurz ein Fibonacci-Retracement reinlegen. Nur für die Übersicht, hier haben wir den Impulsmove gestartet. Ja, das will nicht so, wie ich das will. Nochmal Fibonacci Retracement blau. Hier haben wir den Impulsmove auf dem Level gestartet, bis hier oben hoch, Richtung 87, 18, 17 ungefähr. Und wie gesagt, das 31er wäre sogar unter der 085, das 38,2er wäre sogar unter der 085,07. Wie gesagt, wenn er die 085,07 nach unten nimmt, dann wird er in jedem Fall auf das 32er laufen. Das 23er Retracement haben wir gerade. Ja, und wenn er hier das Level nimmt, denke ich mir, wird er bestimmt das 50er Retracement anlaufen. Das liegt komischerweise auch hier an dieser Zone. 084 glatt bis 084,20. Hier das 50er Retracement auf der 084,01. Das wird, wie gesagt, eine spannende Sache.
Wir machen das Fibonacci Retracement jetzt hier mal wieder raus. Und ja, da bin ich mal gespannt, was hier weiter passiert, wie sich der Markt heute entscheidet. Wir schauen uns das kurz im 4-Stunden-Chart an. Hier haben wir nämlich auch Fibonacci drin liegen. Deswegen habe ich das im Tageschart mal kurz rausgenommen. Wir könnten natürlich hier nochmal ein bisschen hochlaufen, um hier so eine Art SKS zu machen. Das hier ist eindeutig ein V-Top und hier oben das High von einem V-Top spiegelt in der Regel eine Resistance da. Sprich, somit ist die 0,8717 hier oben eine Resistance und so ein V-Top kann man normalerweise als Trendumkehrsignal werten. Ein V-Top ist schwer zu traden, ähnlich wie ein V-Bottom, aber nichtsdestotrotz, vielleicht macht er hier nochmal kleine Hochs in Richtung Trendlinie hier, Langfrist-Downtrendlinie. Und das von da aus weiter runterlaufen, dann eine SKS triggern, das ist durchaus möglich, das sollte man im Auge behalten. Laufen wir wieder hier oben über die 0,8665, denke ich mal, laufen wir auch hier die Highs von 0,8717 an. Und dann werden wir die wahrscheinlich auch rausnehmen und zu neuen Hochs anlaufen. Ansonsten hier 0,8507 als Support sehr wichtig. Und wenn das fällt, dann könnten wir durchaus runterlaufen. 38er und 50er Retracement. Ja, das Ganze sieht im Stundenchart auch nicht anders aus. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Ist ein ähnliches Bild hier. Und dementsprechend müssen wir hier erstmal abwarten, wie weit wir hier runterlaufen. So ein V-Top, wie wir es eben im 4-Stunden-Chart gesehen haben, ist schon mal ein erstes Signal dafür, dass Leute ihre Positionen glattstellen oder umstellen, einige Leute auch für sich wieder Short einkaufen. Insbesondere bei der Tatsache, dass wir so einen parabolischen Abmove hatten, in dem wir mehr als 700 Pips aufs Parkett gelegt haben, ohne großartig zu korrigieren, quasi wie am Schnürchen hochgezogen. Und sowas kann durchaus auch dann eine ziemlich heftige Korrektur einläuten, wenn er so massiv nach oben läuft. Kommen wir zum Euro gegen den US-Dollar. Auch der sieht gerade relativ spannend aus. Wir schauen hier kurz in den Daily Chart. Der Euro-US-Dollar hat hier einiges an wichtigen Level rausgenommen, wie wir sehen. Hier die 1,3171 sowieso. Dann hier die 1,3276,77. Dann ein wichtiges Zwischen Resistance und Leicht Resistance auf der 1,34 glatt. Wir sehen das hier in grün. Und jetzt hier hat er das wichtigste High rausgenommen. Und zwar ist das hier dieser Kopf von dieser inversen SKS, von dieser SKS, die wir letztes Jahr im Mai auf der Short-Seite getriggert hat und die einen sehr, sehr starken Short-Move eingeläutet hat. Das High haben wir jetzt hier rausgenommen, haben gestern ein bisschen reversalt, sind kurz runtergefallen, halten aber gegenwärtig hier auf der 1,3482 ist das. Und naja, vielleicht war das ein gutes Level, um da vielleicht nochmal long einzusteigen für einen Swing. Ich war da ganz kurz für einen Intraday-Trade-Long drin. Aber ich bin mir da noch unsicher, weil er hat auch schon ein bisschen Potenzial zu korrigieren. Wir schauen uns das kurz im 4-Stunden-Chart an. Hier im 4-Stunden-Chart sehen wir das. Wir sind hier ziemlich stark runtergelaufen. Hat ein bisschen V-Top-Charakter, zwar nicht so einen feinen V-Top-Charakter, aber wir sind hier ziemlich stark runtergelaufen gestern, als auch in der Asia-Session. Jetzt reversalen wir hier gerade ein bisschen und ich bin mal gespannt, wie weit das läuft. In jedem Fall haben wir hier um die 1,3482 erstmal gehalten. Vielleicht war das ein guter Entry für den Swing. Man weiß es nicht. Vielleicht macht er aber erst nochmal ein kleines Reversal, um dann einen weiteren Short-Move einzuläuten. Da werfen wir jetzt mal einen Blick in den Stundenchart, um hier auch einige wichtige Level zu sehen. Ich habe hier noch ein Level vergessen. Das habe ich vergessen zu speichern. Da ist der MRE im Short gegangen. Das werde ich dementsprechend jetzt auch kleiner nochmal einzeichnen, das hätte ich vielleicht speichern sollen eben. Dann wäre es drin geblieben und dementsprechend natürlich auch rot, weil es eine Resistance ist. Und das hier auch. Das ist eine Resistance. So. Und zwar sagte ich auch gestern bereits, wenn wir hier oben das Level, ich zoome hier mal ein bisschen rein, wenn wir hier dieses Level, die 1,3787 auf der Short-Seite nehmen, haben wir weiteres Potenzial für weitere Short-Moves. Das haben wir auch gemacht. Wir sind sogar runtergelaufen hier in Richtung 1,3482. Das ist soweit passiert. Hier hatten wir noch einen ganz leichten Support, der zur Resistance geworden ist. Die 1,3537 Roundabout ist das 3738. Wir sind hier kurz unter die 1,3482 gefallen. Sind dann wieder drüber gekommen. Das war für mich der Auslöser für einen Intraday-Trade, den kurzen Long zu machen. Ich habe hier ungefähr
12, noch was und 23 und 22, noch was Pips mitgenommen, also mit zwei Teilpositionen. Ja, und hier an dieser Resistance halten wir gegenwärtig. Jetzt die Frage, machen wir einen weiteren Abruf nochmal hier in Richtung 1,35, 87, 88 oder machen von hier eine weitere Korrektur nach unten, vielleicht in Richtung dieser Lows, 1,34, 13, vielleicht sogar in Richtung hier 1,34 glatt, was auch einen ganz wichtigen Support darstellt. Da bleibt, wie gesagt, erstmal abzuwarten. Hier halte ich mich erstmal zurück und schaue erstmal, was mir der Euro noch so anbietet. Der Intraday Trade war ja schon mal ganz nett, aber ich bin hier auch erstmal zurückhaltend, aktiv momentan, nur im Kiwi Short. Schauen wir uns den Euro gegen den Aussie-Dollar an und auch der war ziemlich bullig. Wir sehen das hier, ich zoome mal ein bisschen raus. Hier ein ganz wichtiges Level bei der 1,29,12 bis hoch zu 1,29,90 hatten wir ein sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr wichtige Resistance Zone. Und ja, die haben wir jetzt hier im Rahmen der inversen SKS, die haben wir schon lange im Visier. Diese inverse SKS, dass es eine geben könnte, das werden die FX Weekly Forecaster noch wissen. Dass wir es immer im Visier hatten. Nochmal hier ein Up-Move. Dann haben wir hier die linke Schulter, der erneute Down-Move, hier den Kopf und hier dieser Up-Move. Und hier machen wir dann eine SKS perfekt, die jetzt sogar getriggert ist. Wir sind hier oben drüber ausgebrochen. Wir hatten hier nochmal eine kleine Zwischenresistance, wie ich bereits sagte, auf der 1,32,32. Und bis dahin ist der Markt soweit bisher nicht mehr gekommen. Wir haben hier bisher ein 1er Reversal, haben auch hier diese Highs jetzt rausgenommen. Vom 21. Mai, vom 18. Mai war das. Wenn wir dieses Zwischenhigh hier noch rausnehmen auf der 1,32,32, ja, dann sieht das schon mal relativ gut aus. Sowohl den beschleunigten Abwärtstrend als auch den langfristigen Abwärtstrend haben wir in jedem Falle gebrochen. Als auch hier ein wichtiges Level gebrochen auf der 1,28,12. Das schauen wir uns jetzt kurz im 4-Stunden-Chart an. Hier sehen wir, wir haben dann hier, nachdem wir hier ganz kurz gekämpft haben, an diesem Downtrend, eine Downtrend-Linie kurz drunter gefallen sind, noch kurz unter diese Aufwärtstrend-Linie gefallen sind. Ja, das hält nie Punkt, genau diese Aufwärtstrend-Linie. Jeder zeichnet Trendlinien anders ein, aber ja, hier haben wir uns dann stabilisiert, sind hier über ein wichtiges Level gekommen, ein ziemlich wichtiges Level. Die 1,2545 war das. Mal gucken, ob wir es noch reinzoomen können. Genug, nee, die Datenhistorie ist zu kurz. Wie gesagt, es war in der Vergangenheit ein sehr wichtiges Level, was wir dann hier rausgenommen haben, was dann auch einen sehr starken Abmove eingeläutet hat. Haben dann hier korrigiert, ein weiteres neues High gemacht, nochmal eine Runde korrigiert, nicht mehr, mehr an, ungefähr nochmal bis zu denen losgelaufen. Dann haben wir einen sehr, sehr starken Abmove eingeläutet und hier die 1,2812 rausgenommen, was eine kleine Resistance war, ein relativ wichtiges Level. Sind dann, wie ich bereits sagte, auch hier auf die 1,2912 gelaufen, hier einen Moment gekämpft, ein bisschen korrigiert und dann hier massiv durchgelaufen, sowohl die 1,2912 als auch durch die 1,2919 sind hier hochgelaufen und haben dann aber hier quasi jetzt einen V-Top gemacht. Wir sehen das in starken Abruf nach oben. Hier oben vor der 1,3232 war noch gehalten, haben jetzt hier einen Down-Move gesehen. Und ich sagte es auch bereits hier oben, spätestens hier bei der 1,3232 könnten wir korrigieren, nochmal hier auf die 1,2990 respektive auf die 1,2912. Das haben wir jetzt soweit gemacht, bis hierhin korrigiert. Und jetzt könnten wir unter Umständen einen weiteren Trendmove auf der Long-Seite sehen. Das heißt, wir haben hier einem sehr, sehr wichtigen Level der 1,2912 gehalten. Hier könnten wir unter Umständen jetzt einen neuen Up-Move erleben und dass wir hier diese Highs rausnehmen und dann vielleicht die 1,3232 rausnehmen. Ja, und sollten wir wieder unter die 1,2912 fallen, dann haben wir auch wieder Platz in Richtung 1,2812 hier und das wäre dann die nächste Bastion quasi als Support. Das Ganze sieht jetzt im Stundenchart nicht viel anders aus, auch dass wir hier ein Level haben, ähnlich wie im Euro-US-Dollar. Hier die 1,3059,5, wo ich bereits sagte, das könnte vielleicht so ein kleines Double Top hier sein, so ein bearishes M. Wenn wir das auf der Short-Seite triggern, laufen wir bestimmt nochmal auf die 1,2990. Vielleicht sogar, wenn wir da durchlaufen, auf die 1,2912. Das haben wir gemacht. Hier haben wir erstmal gehalten, wieder hochgelaufen, korrigiert, neue Hochs jetzt gemacht. Hier sind wir jetzt an relativ interessanten Hochs bei der 1,3024. Fallen die, haben wir als nächste Resistance quasi.
den ehemaligen Support, den ich jetzt mal hier in Rot einzeichne. Und auch mal ein bisschen verlängere, damit man den besser sieht hier. Jetzt ziehe ich mal ein bisschen Länge hier. Genau. Und sollten wir den rausnehmen, auch noch diese kleine Resistance, dann laufen wir bestimmt nochmal die Highs an. Machen neue Highs und hier dann die Resistance auf der 1,3232. Wenn die fällt, ist der weitere Aufwärtsmove perfekt. Für Position Trader wäre das vielleicht interessant, hier unten gegen die Lows einen Long gemacht zu haben. Wie gesagt, fallen aber diese Lows hier auch und vor allen Dingen die 1,2912 laufen wir bestimmt nochmal Richtung 1,2812. Das warten wir hier erstmal ab. Sieht aber ziemlich gut aus für weitere Long Moves im Euro gegen den Aussie Dollar. Ja, das war's soweit heute auch schon im FX Weekly Forecast. Das nächste FX Weekly Forecast gibt es wieder am Donnerstag um 18 Uhr, beziehungsweise FX Weekly Forecast Update am Donnerstag um 18 Uhr. Ich bedanke mich erstmal für euer Zuhören, für euer Dabeisein und ja, wie gesagt, dementsprechend werden wir dann in Zukunft auch Trades zu unseren möglichen Setups hier machen. Ist soweit alles vorbereitet, wird ein extra Workspace eingerichtet und ja, ich wünsche euch heute nochmal einen erfolgreichen Handelstag für diejenigen, die nicht im Live-Trading-Room mit dabei sind, die das Video gleich, die Aufzeichnung gleich als Video sehen und für alle anderen, wir sehen uns ja den ganzen Tag hier im Trading rum und gucken, dass wir noch den einen oder anderen guten Trade erwischen. In diesem Sinne, beste Grüße, ciao, ciao, Herr Sascha.